Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wir folgen mal Mutti. Diese Insel ist wunderschön. Oh ja, Sparta ist nichts im Vergleich. Oh, da ist was. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taigetus-Gebirges. Er muss kurz runterspringen, tut mir leid. Aber Mutti, hilf mir, Bitch, was machst du jetzt, hä? Erstmal nehme ich dir dein Schild weg. Ah, das ist voll nice, wenn Mutti mir hilft, wa? Zack, Junge. Muss genau aufpassen, was da passiert. Hä? Ja, tag mich doch, Bitch. Patz, Junge. Der fällt halt nicht hin, ne? Das ist doof. Boah, das war nice. So. LOL. Alter. Ah, gut, weggeflogen. Ist der denn hingeflogen, der Penner? Rang 8 war das schon. Dimitrios, der Reiniger. Hat aber schlecht gereinigt hier. Ja, aber sogar schon. Ah, nee, die habe ich beide weg. Rang 7. Ich bin ja selbst schon auf Rang 6. Also. Ich dachte, ich muss niesen. So, aber die sind ja auch schon da, ne? Thessalos, die Sphinx. Aber das ist, glaube ich, in der Arena oder so, ne? Persephone, der Blitz. Meorius, der Raumputzer. Geil. Auch schon aufgetaucht. Naja, ein paar sind schon aufgetaucht. Müssen wir mal gucken, ob wir die wegkriegen. Sag mir erstmal das hier alles mit. Dankeschön. Hythia kann nicht alles vorhersehen. Wo ist mein Schiff? Mein Schiff, Alter. Wo ist mein Pferd? Ach, da. Das ist ja gar nicht mein Pferd, richtig. Naja. Gut. So, ich folge der mal. Wenn ich hier fertig bin, werde ich auf jeden Fall nach Pevki gehen, weil da ist nämlich die Arena. Da habe ich nämlich Bock drauf. Ah, zur Arena zu gehen, da ein bisschen mal zu gucken, was man da machen kann. Und ich werde mal noch was machen. Anscheinend nicht, doch mal schon. Und zwar Quests, direkt mal markieren die Scheiße, ne? Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Oh ja, vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich habe absolut keinen Plan, ne? Kein Peil, wo wir hinreiten. Oh, wir sind schon da anscheinend. Halt, stopp, du Gaul, du. Da geht's lang, alles klar. Ich laufe dir hinterher. Wir hätten da mit dem Pferd... Boah, Alter. Guck mal, die rennt und ist voll langsam. Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn Schön. Wir bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank, Phönix. Ich dachte, jetzt kommt direkt was, aber irgendwie nicht. Warum lädt das so lange? Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Das ist eine gute Frage, um unsere Familie wiederherzustellen oder den... Ich mach mal das hier. Vielleicht dachten sie, es wäre an der Zeit, dass unsere Familie wieder vereint wird. Wenn wir eine Familie sein wollen, müssen wir Alexios finden und ihn vor dem Kult retten. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ.
Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Mirine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Wir sind doch immer voll nett. Na gut, Nachholbedarf ist auf jeden Fall abgeschlossen. Ascha, es reicht für Level 25. Nice. So, lass mich kurz gucken. Wir müssen jetzt ein bisschen was machen. Für Muri. Das sind Hauptsachen. Was ist das? Achso, verbessere den Tram. Mir fehlt immer noch so ein scheiß Artefakt-Ding. Dass Aeneas, Myrines Flottenführer, nicht von seiner Mission auf Paros zurückgekehrt war, sorgt für Unruhe. Myrine fürchtete das Schlimmste und bat Cassandra, ihn zu finden und zurückzubringen. Myrine hatte erfahren, dass der Kult sie und Cassandra töten wollte. Als Cassandra herausfand, dass sich die Attentäter irgendwo auf der Insel versteckten, beschloss sie, sie zur Strecke zu bringen. Cassandra wusste, dass es Naxos im Krieg Vorteile bringen würde, wenn sie die Startstärke von Paros verringerte und dass Myrine und das Volk von Naxos diese Hilfe dringend brauchten. Plündere den Startschacht, vernichte den Kriegsvorräte und töte Athena Soldaten. Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Gell? Kein Problem. Ich würde aber sagen, wir fangen erstmal mit dem Ding an, weil das auch mit am weitesten weg ist. Deswegen würde ich sagen, wo muss ich denn dafür hin? 600 Meter ist ja... Ist das hier? Ach ja, guck mal. Na gut. Machen wir Schnellreise auf die Adrastea. Schippe mal eben kurz auf die andere Insel. Und wenn ich da bin, ja, dann fahre ich da natürlich nicht zurück. Das wäre ja blöd. Sondern, da mache ich natürlich die andere Mission auch direkt. Dann kann man ja ein bisschen miteinander verbinden, finde ich. Es wäre Quatsch einfach, wenn ich jetzt sage, och, ich bin zwar da, aber ich fahre trotzdem zurück und mache erstmal, das wäre Quatsch. Deswegen direkt miteinander am besten verbinden, ja, warte, so. Da. Das habe ich, Barabbas. Wunderbar. Yay. Dann können wir uns jetzt zurücklehnen und entspannen. Fast. Es gibt einen Haken. Wir wissen, dass der Kult des Kosmos alles vergiftet, was er berührt. Jetzt haben sie sogar Sparta im Griff. Sie hetzen alle gegeneinander auf, bis die Welt wieder in ein dunkles Zeitalter verfällt. Ich muss sie aufhalten. Dann segeln wir da jetzt als nächstes. Das ist richtig, wir sind schon voll dabei, Junge. So, hier können wir anlegen. Ich fahr schon mal ein bisschen heran, dann dauert es nicht ganz so lange. So. Zack. So. Na dann, gucken wir mal, ob wir... Na, wahrscheinlich finden wir ihn hier eher weniger. Wäre unrealistisch. Also wenn wir den direkt finden würden. Hm. Ah, hier sind ein paar Tote. Leute, ist ja sogar wirklich hier krass. Warte mal, ich klau dich vorher, ne? Sonst hat niemand überlebt. Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Aeneas? Gefangen. Wenn er auf Paros ist, wo wäre er genau? Sie sprachen davon, ihn oben auf dem Steinbruch anzuketten, damit ihm die Sonne die Starrköpfigkeit austreibt. Warum töten sie ihn nicht? Sie benutzen ihn als Druckmittel.
Sie wissen, dass der Phönix wichtig ist. Ich kläre das. Lass sie büßen. Er hat zum Glück noch lange genug ausgehalten, damit er uns das noch sagen konnte. So, sehr gut. Läuft bei dir. So, wir müssen da hinten hin. Alles klar, kein Problem. Es wird da hinten bestimmt auch irgendwo einen Schnellreisepunkt geben. Ich gehe zumindest sehr, sehr stark davon aus. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Na, schauen wir mal. Wir können nebenbei noch ein bisschen sammeln, während sie da so hinlaufen. La la la. La 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 la. Hey. Nimm das mit. Das ist krass, ne? Teilweise kriege ich hier genauso viel. Also so gesehen sogar mehr Olivenholz, als wenn ich das irgendwie auf See finde. Da ist immer relativ wenig drin. Kriegsvorräte verbrennen. Jetzt muss ich mal kurz... Okay, spring runter, ist cool. Ja. Kriegsvorräte verbrennen gehört mit dazu. Dementsprechend kann ich das direkt hier machen, ne? Da hinten. Wie weit ist das weg? Oh, das ist aber ganz schön weit noch weg, wie ich sehe. Okay, erstmal müssen wir den natürlich finden. Da ist Ineas. Da ist er. Oh, haben wir mal viele hier. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Lager, Alter? Eins, zwei habe ich gefunden. Drei gibt's hier aber. Na, wo ist denn das letzte? Da ist der Startschatz. Ah, da, okay. Na gut, die Frage ist natürlich, wie gehe ich jetzt vor? Also ich habe einige hier auf jeden Fall markiert. Sieht ein bisschen kacke jetzt aus. Ich könnte direkt ziehen, aber ich will eigentlich das schon gerne machen, wenn ich ehrlich bin. Würde aber sagen, ich bringe den mal um. So. Den am besten auch direkt woanders hinlegen, dass man den vielleicht nicht direkt sieht. Na, irgendwie hier so verstecken, passt schon. Ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig macht, deswegen mache ich das so. Und klaue hier einfach alles, die brauchen das eh nicht. Ich glaube, das drückt auch ganz schön die FPS, ne? Die scheiß Anzeigen hier überall. Okay. Startschatz gehört, glaube ich, nicht zu den Dingen, die ich machen kann. Den kann ich töten. Schöner, weißer, parischer Marmor. Mir fehlt das spartanische Boot. So. Okay, bei ihm hätten wir ein Problem. Deswegen schleiche ich mich an ihm vorbei. Hier runter. Scheiße, warte mal, wie mache ich das? Aber warte mal, vernichte ich die nur durch Brennen oder auch anders? Oh shit, 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 shit. Nee, es zählt aber, glaube ich. Nee, shit, ich muss die schon verbrennen. Okay, das heißt, ich muss ihn sowieso töten. Wurde gesehen. Okay, keiner hat es gesehen. Sehr gut. Ah, da geht er da hoch. Das ist sehr gut, dass das auch niemand interessiert. I like it. So. Dann haben wir nämlich schon mal das erledigt. Der da hinten juckt mich nicht. Scheiße, wo sind die anderen jetzt hin? Einer ist auf der Ebene noch. Okay. Wahrscheinlich hier drinnen, ne? Ja.
Scheiß drauf. So, zwei Stück. Schnell weg. Und da hoch. Ich glaube, das andere ist nämlich auch hier oben irgendwo. Oder? Ja. Nice. Steht da schon wieder ein neuer Soldat. Ey. Der hat nicht mal gemerkt, dass da ein Schild liegt schon. Volltrottel. Okay, du bleibst mal kurz da. Chill deine Lane, Junge. Chill deine Lane. Ich bin sofort wieder da für dich. Ja, ist egal. Hauptsache ich mal schnell weg, dass keiner das checkt. Okay, ganz ehrlich, befreie dich. Du musst aber selbst hier rauskommen, ne? Mach, klau, los, nimm mit. Nimm das doch mit, ich finde das so doof manchmal, ne? Okay, das auch, zack. So. Hallo. Du bist ein zäher Hund, mein Freund. Ich wusste, du würdest mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir. Oh nein. Es wird geschossen. Wo? Genau, du versteckst dich mal eben, ne? Stell dich mal irgend... Das ist die... Das ist hier Persephone, die alte Figure. Ich würde den ja schon gern machen, ne? Warte mal, ich probiere das mal eben. Okay. Wir müssen die erstmal in eine Richtung bringen, wo ich sage, yo, die ist cool. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich jetzt voll verkacke. Ah, shit, hat nicht gereicht. Das war doof. Ha, vorbei. So. Ich muss sie halt näher irgendwie an der Ecke kriegen, ne? Mann, ey, du bringst die auch sonst wo hin. Ganz ehrlich, ja, gut, jetzt bin ich hier ganz falsch. Also die ist aber auch krank, ne? Die alte. So, ein bisschen mit Pfeil und Bogen. Oh, doch, war getroffen. Hey, 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 lass das mal, ja? Schnapsdrossel, ey. Lass mich den Tod bestätigen. Okay. Persephone besiegt. Wir klettern hier einfach runter, mein Freund, ja? Hier machen wir eben weg. Hier machen wir auch weg. Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob der klettern kann. Ob er überhaupt in der Lage dazu ist. Ja gut, er kommt hier auf jeden Fall hoch. Kannst du auch das? Guck mal. Komm. Mal kurz Standbild gehabt. Jetzt komm, 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 komm. Nein, okay, er macht Scheiße, er macht Scheiße, er macht Scheiße. Komm mit. Volltrottel, ey. So, hier kannst du aber runter, ne? Ist ja jetzt nicht so hoch, komm. Nice, Junge. Dann rennen wir mal eine Runde weg. Dann habe ich dich befreit. Freuen wir uns. Jetzt muss ich noch mit dir reden. Ich gucke vorher mal kurz in die andere Quest-Beschreibung. Vernichte Kriegsverräter. Wahrscheinlich mehr, ne?
Weiß ich nicht genau. Aber mal gucken. Ach so, wir müssen ja gucken, ob das hier noch gefestigt ist oder nicht. Und ach, all diesen Spaß, ne? Oh, die ist schon geschwächt. Guck mal. Die ist schon geschwächt. Interessant. Hab Dank, Söldnerin. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Ich weiß nicht, wer er war. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. Na dann hau rein, ciao. So, ich gucke nochmal ganz kurz in die Questbeschreibung rein. Was genau sollen wir denn noch tun? Also wir haben ja Kriegsvorräte gemacht, ja. Den Staatsschatz doch klauen. Und Athena-Soldaten töten, okay. Die Frage ist, da steht ja nicht wie viele. Das ist halt immer ein bisschen doof, ne? Aber, gar kein Problem. Kriegen wir nämlich auch hin. Gehen wir einfach nochmal kurz zurück. Und reißen uns den Schatz mal eben unter die Nagel. Dürfte ja nicht so schwierig sein, ne? Der ist ja hier komplett bewacht. Super. Ja, da ist er. Mach. So, geil. Untergang auch abgeschlossen. Läuft. Liegt da nochmal ein bisschen Erfahrung für. Ja, genau. Jetzt steht da oben einer. Ist das dein Ernst? Da liegt eine Leiche. Es juckt ihn nicht. Was ist los mit denen? Mal runter, so. Zack. Zack. Nice, zwei Quests abgeschlossen. Jetzt kann ich zurückgehen. Jetzt ist easy peasy. Kann ich direkt zurück und abgeben. Den Quatsch. Ja, wobei, ich habe das nicht. Wenn ich nochmal zurück muss, ist scheiße. Ach komm, kack drauf, ey. Drauf geschissen, Junge. Zack. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss die auch gar nicht unbedingt abgeben. Ich müsste jetzt nur noch einmal mit ihr reden und dann fangen wir ja die nächste Quest an. Aber wir haben es bis hierhin schon mal geschafft, ja. Wir haben zwei Sachen schon mal erfüllt von den drei. Es sind ja immer drei Quests, die man dann kriegt. Dann gibt es noch Nebenquests. Bin am überlegen, die von Mutti, ob ich die tatsächlich sogar mache. Oder ob ich sage, ne. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich sie machen würde, ja, wenn es Nebenmissionen gibt, das ist immer die Frage. Ich habe keinen Bock mehr auf Nebenmissionen irgendwie. Schauen wir mal ansonsten auf jeden Fall. Was passiert ist hier? Ist ja interessant. Okay. Ich gehe davon aus, die andere wird eventuell auch nicht so lang. Ach komm, wir machen die einfach jetzt noch mit. Ist ja egal, nutzen muss ich es halt cutten und dann ist gut. Ich muss, glaube ich, hier lang. So, guten Tag. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Cassandra, pass dich der Stimmung an. Spielen wir mit? Ja, komm. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig. Sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Nicht gefährlicher als wir. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und?
denn deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Ein Bein? Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Okay. Ach, eigentlich hätte ich sagen sollen, sie benimmt sich komisch, was soll denn das? Ja, Tod und Chaos, genau, Tod und Chaos. Die Attentäter verstecken sich auf Naxos. Ihr Nager könnte sich in den Höhlen im Norden der Zeusbucht befinden. Sie verstecken sich wahrscheinlich in der Höhle unter dem Berg Zas. Ta. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Es ist ein bisschen weiter weg, also es geht eigentlich. So weit ist es gar nicht weg. 300 schaffen wir. Ja, wird die Grafik runtergestellt, aber das sieht man auch irgendwie, ne? Also so. Es bringt jetzt nichts von den FPS. Ne, hier muss ich nicht hin. Von den FPS hat es nichts gemacht, aber ich habe es einfach noch nicht hochgeschickt. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Hä? Was? Totenbett der Dingsbums. Lol, hier sind ja Gegner, Alter. What do they do here? So, ist schon mal einer weg. Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Nee. Okay. So. Mann, Alter. Muss ich mal heilen? Geh mal weg. Hast du gesehen, da wollte er mir helfen. Wollte mir eben zur Hilfe kommen, aber mein Freund ist nicht nötig. Ich bin nur hart ausgewichen, hä? Sterb selbst. Oh. Boah, Alter, wie der da auch die... Okay. Wie es sie einfach wegfickt. Na, jetzt habe ich es natürlich nicht gesehen, weil gerade hier Feuer und Flamme. Für alles, was ich tue. Nee, ach, das hat sie im starken Modus gemacht. Ja gut, das habe ich echt nicht gesehen. Oh, fuck. Die ist doch voll da durchgelaufen. So, stirb. Wer auch immer du bist und warst und überhaupt, stirb einfach. So. Mein Schatz. Oh, hier gibt es eine antike Tafel. Okay, warte mal. Wenn ich schon hier bin, kann man die auch noch suchen, ne? Da. Achso, ich bin... Ach man, ich dachte, jetzt ist schon einer wieder in der Nähe. Aber ich bin nur eine Stufe aufgestiegen. Weil für irgendwas brauchte man die Tafeln auch noch. Habe ich aber schon wieder vergessen, weil ich es nicht mache. So. So what? Hi. Okay. Klettern wir hier rüber? Ja, wir klettern hier rüber, ist klar. Oder? Klettern wir hier rüber? Nee. Da ist es doch. Ein Höhleneingang. Da sind sie drin. Ja, super, der Höhleneingang. Mensch, den sehe ich direkt. Spitze. Von wo komme ich denn zu diesem Höhleneingang? My lovely Cassandra. Wahrscheinlich nicht von oben, oder? Also momentan kletter ich weiter. Ich kletter erstmal hoch. Weil vielleicht geht es ja gleich hier wieder in so ein Tal rein. Das ist doch auf der Seite, okay. Aber die gehören jetzt nicht direkt zum Kult. Das heißt, für die kriege ich kein Fragment, ne? Ich muss wieder Kultleute töten, damit ich meinen Speer verbessern kann. Ich auch wieder ein bisschen was zu leveln habe. Nein! Oh. Egal. Ich werde dann halt den Rest wieder hoch. Ist ja kein Problem. Da ist er nämlich. So, ich kann einmal kurz hier mit. So.
Alter, wie tief geht die Kacke denn? Wo ist denn der Anführer hin? Ach, egal, ich metzel eh alle tot. Also, was soll's. So. Lalala, eine kleine Höhlenforschung. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ach, und selbst wenn. Töten eh alle. Oh, das wird aber schwierig. Ich kann die gar nicht alle so töten. So, so kann ich ihn nämlich töten, ohne gesehen zu werden. So, ihn haben wir auch weg. Den haben wir auch weg. Und der da hinten, der guckt an die Wand, warum auch immer. Oh, shit. Oh, ich dachte, ich krieg den nicht. Lucky, lucky, lucky. Okay. Aber wir klauen alles, was die noch haben. Brauchen sie nicht mehr, die sind ja dann tot. So. Es gibt zwei Schätze. Ja, ich habe die auch nicht gefunden, weil ich nicht gesucht habe, richtig. Okay, da leuchtet was. Nehmen wir mit. Dankeschön. Oh, hier sind zwei. Ich würde gerne zwei auf einmal töten können. Das wäre ziemlich nice. Okay. Ich würde gerne mindestens einen davon töten. Aber ich glaube, ich komme nicht über die, ne? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee. Über sie komme ich auf jeden Fall nicht. Kann ich hier nicht runterspringen? Nee, scheiße. Stehen die denn eigentlich? Willst du mich eine davon nicht sehen? Ach Leute, die stehen beide in die Richtung. Ja gut, dann. Ah, weg. So. Oh fuck, da am Kopf. Am Kopf ist er sehr empfindlich. Der Dude. Oh shit. Oh shit. So, warte mal. Du kriegst mal einen Kick ab. Ach, komm schon, sein Dreckschild. So, geht doch. Durchsuchen. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Aber das dürfte das sein, was sie wollte. Ein physischer Beweis. Ich meine, das ist ein Brief, ja, der wurde geschrieben per Hand wahrscheinlich. Also was anderes wäre, könnte ich mir schwer vorstellen. Kann ich von hier eine Schnellreise machen? Wahrscheinlich nicht. Huch. Aber hier, warte mal, hier ist das andere Schnellreiseding noch. Wie geht's hier wieder raus? Da hoch? Ja, ne? Nee. Da hoch. Ich hole mir auf jeden Fall den anderen Schnellreisepunkt noch schnell und dann gehen wir zurück, weil das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ikaros muss ja auch gehegt und gepflegt werden, nicht wahr? So. Ach, da ist noch ein bisschen Eisen. Guck mal. Check. Nehmen wir auch mit. We need it. Das Ding ist da in die Richtung. Aber auch ein bisschen weiter weg noch. Ja gut, aber da kommst du, glaube ich, relativ easy hin.
von hier. Ein noch töten, dann kann ich den Speer nochmal upgraden. Das wäre ziemlich fresh. Das wäre ziemlich fresh, muss ich sagen. Dadurch haben wir dann, kann ich glaube ich auch den nächsten Spartan Kick mir erkaufen. Was ist hier das Max Level 50 bestimmt, ne? Ich glaube 50. Bin gespannt, ob ich das auch so durch normale Spielen erreiche, ohne irgendwie zu leveln. Durch Missionen oder so. Die, by the way, sowieso nicht so viel Erfahrung geben. Muss man ja auch mal sagen. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist, klar, aber... Alter, bist du blöd? Geh da rauf jetzt. Ja, eiskalt da runtergelaufen, ne? Mann, Mann, Mann. Oh, was ist das? Ist das Orikalkos? Nee. Oder doch? Hm. Wir gucken gleich mal nach, was das ist. Bevor wir zurückgehen. Nee, doch, warte mal, das könnte was sein. Ja. Snorikalkos. Nice. So, wollen wir mal zurück, ne? Wo ist er hin? Hä? Wo ist sie hin? Die ist doch da hinten. Lol. Oder habe ich die nur gerade nicht gesehen, weil sie woanders ist als gerade? Ach, da ist die, mein Gott, ey. Unter dem roten Geldbeutel. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ist ja nicht schlimm. Hab sie ja gefunden. Wie gesagt, wir geben das Ganze jetzt ab und dann bin ich mit der Folge auch schon durch. Geht über eine halbe Stunde. Ich weiß nicht genau, wie lange über eine halbe Stunde. Aber so Pi mal Daumen. Ne? Dann haben wir schon die drei Quests hiervon erledigt. Dann kann ich theoretisch weiterziehen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, das auch zu tun. Und zwar nach Pefki. Um in Pefki ein bisschen Arena-Kämpfe zu machen. Ne? Ein bisschen, na, mal gucken. Und eigentlich auch hier ein bisschen durch die Gegend watscheln. Denn wir haben natürlich noch ein paar andere Quests, die wir machen können. Na, wobei, ich glaube, nee, nicht wirklich, ne? Kalisto ist noch zu stark. Ich müsste mal ganz kurz, ja, es hat... Ja, die sind immer so einzeln, ne? Die sind alle noch zu stark. Das ist doch kacke. Mir fehlt nur noch eine einzige Karte und die ist wo? Eine Karte, sage ich schon. Ein einziges Pünktchen, ja, was ich noch machen muss. Und das ist in Lakonien. Ach du Scheiße, da muss ich ja gar nicht hin. Allerdings würde ich die Quest damit abschließen. Deswegen wäre auch da die Idee nach Lakonien, ja, das abgeben, kriege ich dann meine Erfahrungspunkte. Vielleicht auch abgeben, dass ich den nemeischen Löwen getötet habe. Hm. Ja, und dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ne? Ein bisschen gucken, wir müssen ja eh noch ein bisschen leveln. Ich würde ja auch gerne den Blitztypen machen, aber da weiß ich, der war hier, ne? Nee, keine Ahnung, wo der war. Irgendwo war er. Ich weiß es nicht mehr. Ah nee, der war hier, oder? Alter, kein Plan. Kein Peil. Ist doch egal. Wir geben erstmal die Quest ab und dann schauen wir weiter. Erstmal Quest abgeben und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ist, glaube ich, ein guter Plan. Ja, durch so eine Öffnung kann jeder gehen. Wir machen einfach den hier. Guten Tag. Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Auch voll lächerlich. Sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn?
Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Wie kannst du das sagen, nach dem, was Sparta dir angetan hat? Sie haben unsere Familie zerstört und den Kult ins Land gelassen. Warum sagst du nur immer sie? Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach, ja, dann komme ich mit. Okay. Oh, Kultisten auf Naxos, Kultistenhinweis 1, Junge. 10.000 Erfahrung. Geil, geil, geil. Okay, Kultistenmenü. Kann ich jetzt Leute revealen? Jawohl. Wir reißen eure Statue nieder. Bam. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss. So, habe ich noch irgendwas, was ich revealen kann? Wahrscheinlich eher nicht. Oh. Hinweise. Der Weise ist ein Spiel und der Weise heißt der Schatten. Fehlen noch zwei Stück. Okay. Ja, hier fehlen mir noch zwei Leute. Einem Kultisten gehören ein Steinbruch und ein Sklavenhandel in Attika. Hilft den Leuten in der Nähe. Ja gut, da muss ich halt Nebenmissionen für machen, sonst geht das nicht weiter. Da habe ich aber keinen Bock drauf, ne? Egal, ich habe einen revealed. Das ist ja auch erstmal schön und gut. Krisis. Belos, die Bestie von Sparta. Da, ne? Das zu dem Thema, die sind frei von Korruption. Das ist auch ein Spartaner. Aber die könnte ich machen. Die ist ja easy. Ja, und da wissen wir, der müsste sich ja auf der Insel befinden. Die Paros-Blockade. Ach, das ist ein bisschen hier mit Seeschlacht und so bestimmt, ne? Ich guck mal ganz kurz. Ich dachte, das ist auf Naxos, der Penner. Irgendwie nicht. Okay, wo ist der denn, der Typ? War der, ne? Von Paros. Ach so, der ist... Ah, schade. Ist unbekannt. Schade. Na gut. Ist halt so. Von denen weiß ich den Aufenthaltsort von denen hier? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ah, Argolis. Ach stimmt, das ist die alte Schabracke. Tritt in der Arena an. Das habe ich vor. Nachdem ich hier alles erledigt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich erstmal irgendwas mit Seeschlachten machen. Yay. Dann gucken wir mal, was dort auf uns wartet. Und dann gehen wir nach Pevki und werden mal ein bisschen in der Arena fighten und mal gucken, was da abgeht. Ich bedanke mich bei euch. Hier irgendwo läuft so ein Arsch rum. Ciao.